Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem etwas anderen Video heute. Ich habe mich jetzt ganz spontan hier hingesetzt und entschieden, dass ich mit euch ein bisschen reden möchte. Ich habe Redebedarf und zwar würde ich gerne etwas verändern in meinem Leben in den nächsten Wochen. Was genau, dazu komme ich gleich. Und ich würde euch gerne ein Stückchen mitnehmen. Ich weiß nicht, wie spannend das für euch ist. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich euch vielleicht da draußen so ein, zwei Motivationstipps geben kann und dass ihr mich motiviert, dass ihr sozusagen mein Personal Trainer seid, denn ich möchte einiges in meinen Routinen verändern, in meinem Alltag und warum und was und weshalb, das erzähle ich euch jetzt mal kurz. Ja, bei mir fing es vor 6 Jahren an, dass ich chronische Schmerzen bekommen habe. Ich möchte nicht zu weit ausholen. Ich habe auch schon 2 Videos dazu hochgeladen, die werde ich euch gerne mal unten verlinken. Eines davon ist tatsächlich auch das erfolgreichste Video hier auf diesem Kanal. Und es zeigt mir auch, dass da draußen ganz viele sind, die genauso betroffen sind wie ich und die auch einfach nicht weiter wissen. Und ich möchte mich hier nochmal bedanken für all die lieben Kommentare und E-Mails, die ich dazu bekommen habe damals und auch immer noch bekomme. Das Ganze fing vor 6 Jahren an. Ich konnte mich plötzlich nicht mehr bewegen richtig. Ich hatte das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Es ist wie so ein Blitz durch meinen Körper gefahren und dann konnte ich mich auf einmal nicht mehr bewegen. Und dann fing das an, dass es immer chronischer wurde. Und in den letzten 6 Jahren ist tatsächlich auch ganz schön viel passiert. Es wurden viele Untersuchungen gemacht. Es kam dabei heraus, dass ich eventuell, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, Fibromyalgie habe. Ich bin davon inzwischen nicht mehr überzeugt. Dass ich eine Kiefergelenksfehlstellung habe, dass ich Hashimoto habe, eine Autoimmunerkrankung. Und das zähle ich jetzt nicht auf, um irgendwie auf den Mitleidsknopf zu drücken, sondern einfach, um euch zu erzählen, was so in den letzten 6 Jahren gefunden wurde und was so passiert ist. Ja, ich habe dann auch ganz schön viel gemacht. Ich war unter anderem letztes Jahr in einer Reha-Klinik, wo weniger diagnostisch geguckt wurde, sondern vielmehr, wie man mit Schmerzen umgeht. Genauso war ich in einer Naturheilklinik, wo auch nicht geguckt wurde, wo die Schmerzen herkommen, sondern wie gehe ich mit Schmerz um, was kann ich tun. Ich habe gefastet, ich habe Yoga gemacht, ich habe auch heulend im Wald gestanden, einmal am Tag mindestens, weil das alles ganz schön viel war damals für mich. Aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Und trotzdem sitze ich wieder hier und bin aktuell krankgeschrieben. Und ich möchte euch nochmal hier sagen, es ist kein Video, in dem ich irgendwie Mitleid kriegen will, ganz im Gegenteil. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und das ist einfach gerade meins. Und ja, ich war jetzt vor kurzem auch im Krankenhaus und hatte gehofft, dass man da irgendwas finden kann, was die Ursache ist. Denn ich habe wirklich von morgens bis abends Kopfschmerzen. Das habe ich eigentlich schon seit 2, 3 Jahren. Aber nicht in dem Ausmaß. Es gab auch dann mal Stunden dazwischen, in denen ich gar keine Schmerzen hatte gefühlt oder sie zumindest so klein waren, dass ich sie nicht gemerkt habe. Doch aktuell wache ich mit Kopfschmerzen auf und mit Muskelverhärtungen im Schulter-Nackenbereich und gehe damit schlafen und würde das ohne Medikation aktuell nicht schaffen. Und hier möchte ich auch nochmal ganz wichtig sagen, man kann nur vor den Kopf gucken. Wenn es Leute gibt, wie ich jetzt zum Beispiel, die sagen, sie haben unerträgliche Schmerzen und trotzdem sitze ich hier geschminkt und rede jetzt mit euch, das kann man alles schaffen. Ich habe jahrelang so gearbeitet und habe das geschafft. Das sagt nichts darüber aus, wie ein Mensch sich fühlt. Und ich kenne ganz viele Menschen, die auch damit zu kämpfen haben, denen es schlecht geht und die einfach immer wieder hören, aber ich merke dir das gar nicht an, du bist doch so gut gelaunt immer. Das kann man gut überspielen und zum Teil auch muss man das ja auch so machen, weil sonst, was hat man sonst zu tun? Also soll man sich weinend in die Ecke legen? Das möchte ich halt nicht. Und deshalb geht mal mein Respekt an alle raus, die mit Schmerzen zu kämpfen haben, die genauso wie ich höchstwahrscheinlich auch an viele schwierige Ärzte gelangt sind. Ich will das nicht über einen Kamm scheren, aber was ich so alles mit Ärzten erlebt habe, darüber könnte ich eigentlich ein eigenes Buch schreiben. Ich hoffe, dass ihr nicht aufgibt und weitermacht. So viel dazu. Und aktuell komme ich aus dem Krankenhaus. Ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass man was findet, dass es endlich so eine klare Ursache gibt. Viele haben auch gesagt, Sarah, verabschiede dich davon. Das ist nicht notwendig, weil es ist eigentlich egal, was du hast. Die Schmerzen sind da. Ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube, wenn es eine klare Ursache gibt, kann man natürlich noch mal ganz anders ansetzen. Ja, es wurden MRTs gemacht, alles unauffällig soweit. Ich habe jetzt noch mal neue Medikation bekommen. Und dann saß ich hier zu Hause und dachte mir, so ein Mist, ich schaffe das nicht mehr lange. Ich kann aktuell nicht arbeiten gehen. Ich kann meinen Alltag
schon bewältigen, aber nur unter starker Medikation. Ich gehe auch raus, ich treffe auch Freunde, aber halt nicht mehr so wie früher, begrenzt. Und danach ist man auch einfach super erschöpft. Und alleine auch, dass ich meine Arbeit nicht mehr so erledigen kann, setzt mir wahnsinnig zu, bereitet mir Zukunftsängste, ganz klar. Oh Gott, das wird jetzt hier ganz schön persönlich. Versteht mich nicht falsch, ich habe mich ja dazu entschlossen, das mit euch zu teilen, aber umso ehrlicher man ist, umso mehr macht man sich auch angreifbar und ja, aber dazu muss ich jetzt stehen, wenn da blöde Kommentare kommen. Ja, dann saß ich hier und habe mir überlegt, was kann ich jetzt tun? Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist für mich jetzt in ein Kopfschmerzzentrum zu kommen. Die sind leider bis jetzt, bei allen, die ich angerufen habe, sind voll, was mir auch wieder zeigt, wie viele Menschen dadurch eigentlich betroffen sind. Und ich hätte noch eine Krankenhausanlaufstelle, aber da nehme ich erstmal von Ablauf, weil ich war in 3 Krankenhäusern in den letzten Wochen. Es war keine schöne Erfahrung und auch nicht so sonderlich hilfreich. Obwohl das letzte war ganz gut. Es ist immer gut, ein MRT nochmal machen zu lassen, das abzuchecken, dass es daran nicht liegt. Das hat ja auch weitergeholfen. Und dann saß ich hier und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Ich möchte nicht in eine Depression schlittern. Ich möchte mich nicht so machtlos fühlen. Ich muss was tun. Und dann habe ich mich hingesetzt und tatsächlich mal meine Werte von meinem Naturheilpraktiker ausgewertet. Wir haben eine Haaranalyse gemacht, eine Stuhlanalyse und eine Blutanalyse. Ich habe gesagt, guck, mach das volle Programm, schau, ob du was findest. Und der Heilpraktiker hat drüber geguckt und gesagt, ja, ich kann ganz klar sehen, warum du Schmerzen hast. Und seine Antwort darauf waren Nahrungsergänzungsmittel, Ernährung, Ernährung, Ernährung. Und das habe ich auch erstmal so angenommen. Aber wie das immer so ist bei Ärzten, die haben halt immer so ihren Weg. Und ich konnte nicht glauben, dass das vielleicht wirklich des Pudels Kern ist. Klar, ein gesunder Organismus unterstützt alles, ist super wichtig. Aber ich habe eben gedacht, nee, ich muss jetzt erstmal noch woanders nachgucken. Das hat noch eine andere Ursache. Dann habe ich mir diese Blutwerte mal genauer angeguckt und auch mal gegoogelt. Und diese einzelnen Werte, die so ein bisschen auffälliger waren, auch mal nachgeschlagen. Und da standen Sachen drin wie, ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass eine Entzündung in der Muskulatur vorherrscht oder könnte auf eine Muskelerkrankung schließen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du gehst das jetzt an. Ich werde auf jeden Fall nochmal mit meinem Heilpraktiker darüber sprechen müssen, ob es vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass da noch wirklich eine Erkrankung drüber steht. Oder sind das die Folgen von meiner von meinen wenigen Nährstoffen, die mein Körper hat, das wurde auch getestet, oder von den Vergiftungen, die mein Körper hat, sei es Aluminium, sei es Kupfer und so weiter. Und das werde ich nochmal besprechen. Aber mein Weg ist jetzt einfach, ich habe mir jetzt einen 90-Tage-Plan erstellt, in dem ich Nahrungsergänzungsmittel nehme, die mir ja vorgeschlagen worden sind, die mein Blutbild einfach ergänzen, die mir da und hier fehlen. Und indem ich meine Ernährung umstelle und versuche, diese Giftstoffe aus meinem Körper auszuleiten. Ja, und selbst wenn das nicht das Pudels Kern ist, weiß ich, dass das natürlich auch die Basis ist für alles, was da kommt. Also ein gesunder Organismus und eine gesunde Verwertung der Nährstoffe, das ist ja eigentlich das A und O. Und ich hole mal folgendes Buch, was ich mir dabei zur Hilfe geholt habe. Und das Buch hier habe ich euch schon mal vorgestellt. Das ist von Anthony Williams, Heile deine Schilddrüse. Und hier wird ganz viel darüber gesprochen, und hier geht es eigentlich in erster Linie um den Epstein-Barr-Virus, das pfeifische Drüsenfieber, was jeder Mensch fast in sich trägt, was aber auch chronisch werden kann, wenn man es nicht richtig behandelt. Und da hatte ich auch schon mal angesetzt, ist aber nicht durchgezogen. Und ich glaube, dass dieser Plan, den Anthony Williams hier vorstellt, zum Entgiften und zum Reinigen, einfach, glaube ich, ganz hilfreich sein kann. Und den versuche ich jetzt umzusetzen. Und ich werde euch mitnehmen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen von euch, ob ich dadurch mich besser fühle, ob ich mich vielleicht sogar gesund essen kann. Ich bin sehr gespannt und ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr jetzt sagt, du mach das mal alleine, es interessiert mich nicht, bin ich euch nicht böse, aber für all anderen da draußen, die vielleicht sagen, ich habe mit den gleichen Symptomen zu kämpfen wie du, vielleicht kann ich euch damit ein bisschen inspirieren, vielleicht kann ich euch auch sagen, pass auf, das war gar nichts. Das ist jetzt hier schön alles aufgeschrieben, einen kleinen Überblick für euch vielleicht. Laut Anthony Williams sollte man einfach gut essen, basisch essen, würde ich schon fast sagen. Morgens einen halben Liter Staudensellerie-Saft trinken. Danach, optional, kann man Heilerde oder Leinsamen sich anrühren und die trinken. Dann ein Smoothie zur Ausleitung der Giftstoffe im Körper trinken. Da drin ist unter anderem
sind diese tolle Sachen hier. Duselflocken, Spirulina und Algenpulver. Freue ich mich ganz besonders drauf. Oh, gar nicht meins. Und ja, dann kann man noch mittags eine Tasse Zitronenwasser, Ingwertee trinken. Man sollte jeden Tag einen Heiltee trinken mit Thymianpulver, Fenchelsamen, Zitronenmelisse, eine halbe Rühe, einen Heilsaft und kein Gluten essen, kein Ei, kein Soja, keine Milch, also keine Molkeprodukte generell und kein Mais. Spannend. Da muss ich ein bisschen drauf achten, weil sich die Meinung von Anthony Williams so ein bisschen schneidet mit dem von meinem Heilpraktiker. Ich höre auf mein Gefühl, Leute. Aber klar, ist kein Gluten, kein Zucker, keine Fertigprodukte. Und das ist mein Plan jetzt erstmal. Ich habe mir auch in den letzten Tagen super spannende Bücher noch gekauft. Ja, man sieht, glaube ich, dass ich ein bisschen verzweifelt war und einfach auf Hilfe gehofft habe in Form von Büchern. Deshalb sind Bücher ja auch so toll und deshalb liebe ich Bücher ja auch so, weil sie einfach so einen Mehrwert bringen können auch und Hilfestellung leisten können. Und das werde ich mir jetzt auch mal die nächsten Tage hier reinziehen. Und sowieso für alle, die mit der Schilddrüse und Hashimoto zu kämpfen haben, das ist meine Bibel. Und das ist auch irgendwie mein Lebensspruch leider. Jeden Tag wurde ich ein bisschen dicker und ein bisschen müder. Mein Leben mit Hashimoto kann ich jedem nur empfehlen. Ja, und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mit. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit und ihr motiviert mich. Wir motivieren uns vielleicht gegenseitig ein bisschen und mal gucken, ob ich das überhaupt online stelle. Vielleicht denke ich mir auch, oh Gott, das interessiert doch keinen. Aber ich nehme euch jetzt mal mit und ich hoffe, dass mich das zusätzlich motiviert, dass ich jetzt endlich mal wach werde und merke, es ist jetzt echt Zapfenstreich, ich muss was ändern. Und ja, was die Ernährung betrifft, was die Nahrungsergänzungsmittel betrifft, was die Bewegung betrifft, das alles werde ich euch, glaube ich, in so einem Wochenvlog zeigen. Mal gucken. Seid mir bitte nicht böse, wenn es euch nicht gefällt und Büchervideos werden natürlich auch weiter regelmäßig kommen. Und ja, heute ist Tag 1. Ich habe mich schon gedehnt, ich habe schon mein Smoothie getrunken und jetzt nehmen wir mal die Nahrungsergänzungsmittel zusammen. Ja, spätestens jetzt könnt ihr drunter schreiben, ob ich einen in der Klatsche habe, aber das sind tatsächlich die Mittel, die ich aktuell nehme. Mineralien, da ist unter anderem drin Magnesium, Zink und Chrom. Ashwagandha ist tatsächlich auch super dafür, um Giftstoffe auszuleiten. Vitamin B, weil mein Körper total viel Vitamin B fehlt. Selen ist immer wichtig bei Hashimoto auch. Ja, und hier sind so Sachen drin wie Löwenzahnwurzelextrakt, Betain und Enzianwurzel auch zur Beruhigung der Nerven, weil ich einfach sehr angespannte Nerven habe durch die Schmerzen. Und auch einen sehr hohen Blutdruck leider. Und ja, die nehmen wir jetzt mal zu uns. Ja, das hier ist nur die Morgentration, möchte ich jetzt mal sagen, ne? Und zum Selen zum Beispiel nehme ich nur abends. Da könnt ihr auch, müsst ihr so ein bisschen drauf achten, was man am besten abends nimmt und was man morgens nimmt. Und immer, das habe ich auch neu gelernt, wenn man Eisen zu sich nimmt, sollte man auch Vitamin C zu sich nehmen. Ja, und zusätzlich noch für die Knochen MSM und OPC. Und ja, gib ihm. Ja, du arme Maus, du arme Maus. Du ganz arme Maus bist du, ne? So, jetzt geht's an den Smoothie. Mein Gott, meine Schrift, ne? Auf jeden Fall brauchen wir 2 Bananen. Und ich weiß nicht, Leute, kann man die noch benutzen? Oder ist das schon zu schwarz? Ich will die eigentlich jetzt nicht wegschmeißen. Ne, wir probieren es mal. Und ja, dann kommt da noch rein. Ein Teelöffel Spirulina. Ein Esslöffel Lappentang. Ist es das oder das? Ne, das ist Lappentang. Und eine Tasse Wasser und 2 Tassen Beeren. Los geht's. Leute, ich habe den Fehler gemacht und an dem Algenpulver gerochen. Nee, kann ich nicht empfehlen, Leute. Riecht wie ein Fischladen. Wie Fischfutter. Los geht's. Wirklich gesund, Leute. Ich kann es nicht sagen.
Ich mag ja Sushi und so, ne? Aber das schmeckt fischig. Mit Obst. Egal, zieh mir durch. So, das Smoothie ist ausgetrunken und ich mache mir jetzt hier ein Brennnesselteechen. Ich glaube, am besten macht man das sich frisch, aber ich bin ja jetzt nur Anfängerin. Ich mache jetzt mir einen Beutel in meinem kleinen Hexenkessel und drehe jetzt ein kleines Video. Alles ist klein heute. Simi, du bist auch klein und süß. Und danach geht's an die Halbbrühe. Und dann gucke ich mal, was wir heute zu Abend essen. Denn das ist ja alles schön gut, aber das hat mich ja bis jetzt noch nicht wirklich gesättigt. Und ich möchte was finden, was Marcel und ich dann heute zusammen essen können. Vielleicht mache ich doch nicht so ein Wochenvideo daraus, sondern filme das jetzt einfach mal ein paar Wochen mit und mache ein Video draus. Kann sein, dass das dann hier das einzige Video ist. So, es ist jetzt schon einiges später. 14 Uhr haben wir jetzt. Ich muss sagen, der Hunger hält sich in Grenzen. Ich hatte von gestern noch Reisröllchen mit Gemüse. Das darf ich essen. Das ist okay. Habe ich 3 Stück von gegessen und eine Birne und eine Reiswaffel. Die sind glutenfrei. Und dadurch, dass man wirklich die ganze Zeit einfach nur trinkt, also jetzt ist es ja zum Beispiel die Heilbrühe, die ich fertig mache. Davor habe ich einen Brennnesseltee getrunken, dann hatte ich den Smoothie. Dadurch, dass man die Nahrungsergänzungsmittel dreimal täglich nimmt, so eine Handvoll, trinkt man halt auch wirklich viel. Und ich hoffe, das geht so weiter. Ich mache mich jetzt mal an die Brühe. Einfach so ein bisschen Gemüse klein schnibbeln, Knoblauch, Zwiebeln, Süßkartoffeln, Kurkuma. Da habe ich mir Pulver geholt, glaube ich. Muss ich gleich mal gucken. Und auch in diese Brühe kommt wieder atlantischer Lappentang und Braunalgenpulver rein. Ja, und das kann man dann einfach zwischendurch immer mal so wegschnubbeln. Was hast du? Du hast gerade einen Snack bekommen. Das sind jetzt Kürbisnudeln mit Pesto und ein paar Tomaten. Ja, und das ist der Hexentopf. Oh, nee. Also vom Gestank und vom Anblick her wird es immer schlimmer. Ich weiß auch nicht, ob ich den Fehler gemacht habe, dass die Flocken da erst zum Schluss reinkommen. Aber gut, mal gucken. Hallo aus dem Küchenchaos. Bei uns gibt es heute ganz normal Bratkartoffeln mit Spinat. Das darf ich beides essen. Das ist vollkommen okay. Und das ist jetzt eine Woche später. Und ich muss sagen, ich fühle mich seit 3 Tagen wirklich besser. Ich weiß nicht, ob es an der Medikation liegt, an der Ernährungsumstellung. Ich kann es noch nicht genau sagen. Ich werde euch auf jeden Fall ein bisschen weiter mitnehmen. Auch morgen möchte ich wieder eine große Runde laufen gehen. Ansonsten klappt es mit dem Selleriesaft sehr gut. Aber ich presse mir den auch nicht selber. Ich habe so einen Kanister bei Amazon bestellt und den zeige ich euch jetzt mal, weil sonst würde ich es wieder nach 3 Tagen nicht machen, bin ich ehrlich mit euch. Sieht der Kanister aus und dann kann ich mir hier immer von diesem kleinen Zapfhahn morgens so, ja, knapp einen halben Liter, es ist manchmal ein bisschen weniger, nehmen und trinken. Das klappt ganz gut. Heute war, gestern war schon der erste Tag, wo ich dann das erste Mal keine Schmerzmedikation nehmen musste. Also meine Tabletten zwar, die ich ja neu bekommen habe, aber keine starken Schmerztabletten. Das ist für mich wirklich, ich fühle mich gerade so happy. Ich war den ganzen Tag sehr aktiv, habe jetzt Schmerzen, merke auch, ich muss mich gleich ausruhen, weil Kopfschmerzen habe ich ja eh den ganzen Tag, aber vom Pensum her ist es gleich so weit, dass ich mich dann ausruhen muss. Aber überhaupt mal wieder etwas, ja, den Alltag zu erleben in dem Sinne, mal länger als nur eine Stunde oder zwei, war für mich heute, ich glaube, man sieht es mir auch ein bisschen an. Ich bin einfach so glücklich und bin sehr gespannt. Oh, da brennt was an. Und bin sehr gespannt, wie es jetzt so weitergeht und werde euch auf jeden Fall noch mal intensiver mitnehmen, euch wirklich zeigen, was ich den ganzen Tag esse, wie viel ich mich bewege und. Guten Morgen, es ist jetzt Tag 9. Kitty denkt, sie kriegt jetzt direkt Mittagessen, weil ich aufstehe. Normalerweise stehe ich später auf. Guten Morgen, Sibi, und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sibi ist heute 3 Jahre alt. Deshalb gibt es gleich Geschenke und ganz leckeres Essen, ne? Ich möchte euch mein Gesicht nicht antun um diese Uhrzeit. Wir haben kurz nach 7 und ich trinke jetzt meinen Selleriesaft. Stößchen.
Guten Morgen. Ich bin gerade aus dem Bett gefallen und dachte mir, ich gehe jetzt mal eine Runde spazieren. Also entschuldigt bitte mein Aussehen, aber darum geht es ja auch hier gar nicht. Ich wollte euch mal updaten. Es ist jetzt schon eine Weile vergangen und ich hatte wirklich einen schlimmen Rückfall. Und es war nach einem Abend, wo ich ein Stückchen Bier getrunken habe und ein bisschen Schokolade. Und jetzt bin ich, entschuldigt, jetzt bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, dass es doch was mit Histamin zu tun haben könnte. Also ihr seht, man kommt irgendwie von Höckchen auf Stöckchen. Da bin ich jetzt gerade dran. Ich habe nochmal einen Termin bei einem Heilpraktiker gemacht, um meine Blutwerte nochmal analysieren zu lassen. Und unter meinem ersten Video zum Thema CMD kriege ich immer noch so viele Kommentare und Hilferufe auch quasi von Menschen, die einfach nicht mehr weiter wissen, die unter chronischen Schmerzen leiden. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt das weiter protokolliere, weil man sieht ja, auch wenn man Schmerzen im Gesicht hat, es muss nicht immer eine CMD sein. Es können auch andere Krankheiten dahinter liegen und dahinter stecken. Und ich habe mir überlegt, dass ich nochmal ein Video mache mit so ein paar Tipps, die man beachten sollte, weil ich ja jetzt wirklich schon eine lange Reise hinter mir habe, fast 7 Jahre. Und ich fühle so mit euch und ich wünsche euch alles Gute und bitte gebt nicht auf, das möchte ich nochmal sagen, weil ich weiß, wie schwer das ist, dran zu bleiben. Falls ihr Lust habt, dass ich euch da noch ein bisschen ein Stück mitnehme, auch bei der Histamingeschichte und so weiter, ich habe noch einiges vor, lasst mir gerne einen Kommentar da, ist aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr gar nichts damit anfangen könnt. Ihr seht auch, meine Haut sieht super schlimm aus zurzeit. Ich weiß nicht, ob es vom Entgiften kommt. Und ich hoffe, dass ich irgendwie wieder auf Spur komme. Ich gehe jetzt noch eine Runde spazieren. Hier ist es wirklich sehr schön, sehr ruhig. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund und bleibt bunt, ihr Lieben.